Weil die Schwierigkeiten immer dann entstehen, wenn irgendwelche Leitungsverzweigungen sind. Also zum Beispiel bei der Parallelschaltung mache ich auch dieses Video. Die Aufgabe ist, ich habe eine Lampe und noch eine Lampe und die sollen beide leuchten und gemeinsam schaltbar sein. Und Zusatzaufgabe, wenn eine von den beiden kaputt ist, soll die zweite wenigstens noch weiter leuchten. Das ist so zu Hause, ne? Zu Hause ist es ganz typisch. Nehmen wir mal an, eine Lampe geht kaputt und die ganze Bude wäre dunkel. Also nicht so wie beim Weihnachtsbaum. So, ja, dann mache ich Folgendes. Ich plane. Also wenn die leuchten sollen, brauche ich auf jeden Fall eine Spannungsquelle. Ohne Spannungsquelle geht gar nichts. Ich schreibe hier wieder Plus und Minus dran. Ich schreibe meinetwegen mal 12 Volt dran. Ist auch egal. So, dann habe ich eine Lampe. Okay. Und dann mache ich Folgendes. Ich sage, wenn die schaltbar sein soll, dann male ich schon mal einen Schalter. Und dann mache ich erstmal nur eins und lasse erstmal eine Lampe leuchten. Wenn die eine leuchtet, kümmere ich mich erst dann um die zweite. Gut. Das heißt also, wenn Sie im ersten Video, ich werde hier oben einen Link anfügen, geht mal mit der Maus rein oder wie auch immer, hier oben erscheinen Is. Da gehe ich nochmal drauf ein. Das mache ich jetzt mal ganz schnell. Also ich sage, okay, schaltbar müssen sie sein, die Lampen. Und eine soll erstmal leuchten. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein ganz normaler Stromkreis mit Schalter. So wie in dem anderen Video. Da erkläre ich es nochmal, wie es funktioniert. So, das überprüfe ich jetzt mal. Ach, das gefällt mir ja nicht. Das überprüfe ich jetzt erstmal, ob das überhaupt funktionieren würde, indem ich mit dem Kugelschreiber hier abfahre und sage, hier fließen die Elektronen los. Wenn der Schalter geschlossen ist, können sie hier weiter fließen, durch die Lampe fließen und zurück zur Spannungsquelle. Dann können sie die Lampe zum Leuchten bringen. Jetzt in diesem Fall können sie hier nicht weiter. Ne? Hier sagen sie, oh schade, wir würden ja gerne. Die wollen ja immer von technische Stromrichtung, Plus nach Minus. Es sind Elektronen, aber das ist jetzt egal. Also, das hat man früher auch so eingeführt. Da, wo mehr Elektronen sind, haben sie früher Plus gesagt, obwohl die Elektronen negativ sind. Egal. Jetzt würde das erstmal funktionieren. Wie kann ich es erreichen, dass die zweite Lampe auch leuchtet? Na, dann sage ich, okay, warte mal, dann zeichne ich noch eine Lampe und sage, die muss mit schaltbar sein. Also muss sie von hier ihre Spannung bekommen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Jetzt kommt eine Art Lötpunkt. Und da schließe ich meine zweite Lampe an. Das macht man normalerweise dann in Schwarz weiter. Ich mache es extra in Rot. Jetzt fließen die Elektronen hier durch. Jawohl, Lampe leuchtet. Immer vorausgesetzt, der Schalter ist geschlossen. Und sie können durch die zweite Leitung auch hier durch. Aber hier ist noch vorbei. Ah, dann muss ich zurück zur Spannungsquelle. Und zurück zur Spannungsquelle macht man so, indem man sagt, na und, dann löte ich das praktisch hier mit einer zweiten Lampe an. Das ist schon mal die Planskizze, sauberer gezeichnet. Es ist natürlich besser. Ich kann das jetzt hier am Computer nicht so schön machen. Wie ist der Aufbau? Genauso wie bei der anderen Schaltung, die ich zu Anfang erklärt habe im anderen Video. Ich lege mir erstmal meine Bauteile so zurecht. Ich sage hier, okay, das ist meine Spannungsquelle. Die wird immer mit entsprechenden Drähtchen schon vorgezeichnet. Lege hier meinen Schalter hin. Das lege ich alles auf den Tisch. Dann lege ich, so wie hier im Plan, meine Lampen hin. Ich mache mal jetzt hier um die Lampen ein graues Kästchen. Dann kann man das besser sehen, was da immer so passiert. Innen drin, im Kästchen, haben die Lampen Anschlüsse und die haben hier Buchsen. Hier Anschlüsse und hier Buchsen, Widerstände und Co. haben das auch. Ich lasse das jetzt mal beim Schalter sein. Der hat das Gleiche. Na, oder machen wir es meinetwegen. Schalter hat also auch so ein Kästchen. Und der hat auch hier Buchsen. So, und jetzt mache ich bloß noch eins. Die Spannungsquelle ist bei euch meistens ein Stromversorgungsgerät. Und ihr stellt es entsprechend ein, damit nichts passiert auf die richtige Spannung. So, und dann sage ich, okay, ich fange mal mit. Ich nehme mal blaue Kabel, dann fällt das besser auf. Ich sage, ich muss von der Spannungsquelle los zum Schalter. Also mein erstes Kabel baue ich hier und stecke das da rein. Dann habe ich das. Von dem Schalter zur ersten Lampe. Von dem Schalter zur ersten Lampe. Okay, habe ich. Am besten jetzt die erste Lampe mal zum Leuchten bringen. Jetzt sage ich also von der Lampe zur Spannungsquelle. Von der Lampe zur Spannungsquelle. Ne, hier reinstecken. Habe ich auch. Jetzt müssten dieser Stromkreis schon mal funktionieren. Das heißt, die eine Lampe müsste leuchten. Jetzt sage ich, okay, ich mache mal in Rot weiter.
Und jetzt muss ich noch die zweite Lampe zum Leuchten bringen. Und wo ist denn die angeschlossen? An der Buchse von der ersten Lampe. Also mache ich das Kabel hier hin. Und hab das. Und die zweite Lampe ist auch mit an der ersten Lampe angeschlossen. Schwupp. Und dann habe ich es. Die Häkchen macht man nicht. Ich habe es jetzt hier gemacht, damit es besser auffällt. Wenn ihr die Häkchen macht, dann macht sie schön dünn und radiert sie hinterher weg, wenn ihr eine Zeichnung habt. Aber in der Planskizze darf man das alle mal machen. So, und dann müsste dieses zweite Biest auch mit leuchten. Das könnt ihr ja ausprobieren. Und wenn ihr jetzt eine von beiden rausschraubt, jetzt gucken wir mal, was passiert. Nehmen wir mal an, diese hier ist kaputt. Ich mache die mal schnell. Nee, gelb wäre gar nicht mal schön, ne? Die leuchtet noch und ich habe die rausgeschraubt. Das heißt, jetzt gucken wir mal, wie der Strom fließt. Der Strom fließt hier, geschlossenen Schalter vorausgesetzt. Der Strom fließt hier lang, will hier durch die Lampe, die ist aber kaputt. Also kann er hier nicht weiter. Die Lampe kann auch nicht leuchten, wenn sie kaputt ist. Aber er kann hier weiter fließen, durch die zweite und die leuchtet. Und zurück zur Spannungsquelle. Und schon haben wir es. Ich kann das ganze Thema auch tauschen. Nehmen wir an. Ich tausche und sage, okay, die lasse ich an und die schraube ich raus. Ne? Jetzt die leuchtet, ist gelb. Und ich probiere mal, wie das jetzt geht. Dann sage ich, okay, die Elektronen fließen hier durch die Lampe und wieder zurück zur Spannungsquelle. Funktioniert. Die Elektronen fließen auch hier durch, kommen an die kaputte Lampe. Natürlich leuchtet es nicht, wenn sie rausgeschraubt ist oder kaputt ist. Und nichts fließt zurück zur Spannungsquelle ab hier. Also funktioniert das. Nochmal den allgemeinen Tipp, Leute, fahrt immer mit dem Kugelschreiber nach und überlegt leise, ihr müsst ja nicht brüllen in der Klasse, wo fließt mein Strom lang, wo kann er auch lang fließen und vergesst die Lötpunkte nicht, das ist ganz wichtig. Wenn ihr es dann so durchdacht habt, müsste es funktionieren, dann baut eure Bauelemente so, legt die so hin, dass sie dem Schaltplan einigermaßen entsprechen und dann schließt ihr an von da nach da, wie ich es vorhin erklärt habe. Ich hoffe, es hat geholfen. Schreibt mir mal, ob ihr noch andere Schaltungen erklärt haben wollt. Wir haben noch so viel gebaut, das war spannend und wir haben Alarmanlagen gebaut mit Relais, mit, ach naja, wir haben Dimmerschaltungen gebaut und Co. Und ich könnte auch ganz schöne elektronische Schaltungen hier aufbauen. Ist allerdings eine Frage der Zeit. Ich kann nicht alles machen. So, ich hoffe, dass jetzt hier überall die Links erschienen sind, die dann noch weiterführen und die direkt in meinen Unterricht führen und das noch erklären. Also direkt an die richtige Stelle. Ihr müsst da nicht hin und her spulen, um zu gucken, wo erklärt er denn das jetzt nur genau dieses Thema oder was auch immer. Es geht zu Berechnungen der ganzen Sache und und. Aber das müsste es jetzt erstmal sein. Na denn. Ich hoffe, ihr habt den Spaß dabei, wenn ihr es verstanden habt. Verstehen macht Spaß. Bis denne. Tschüss.